was das heißt, bedeutet, dass die Mangelkastrationserzeugung entweder im Ödipuskomplex durch Übertragung auf den Vater geschieht, aber primordialer bereits im primären Fortdarspiel mit der präödipalen Mutter. Und die Schlussfolgerung ist, dass diese Mangelwiederholungsimplementation, egal in das weibliche oder in das männliche Geschlecht, beim aristophaneschen Mythos muss nur einem der beiden Halbkugelwesen etwas abgeschnitten werden, aber tatsächlich wird es beiden abgeschnitten oder phantasmatisch abgeschnitten gemacht, dass dies also nur ausschließlich der Wiederkehr des Lebendigen, dem Wiederkehrzwang der Reproduktion des Lebendigen dient und damit automatisch mit der zusätzlichen Komplikation der Muttersprache-Einführung, der Symbolisation, das Einzelkörperwesen der Existenz verlustig geht und nur noch existiert, es nur noch auszuhalten hat und als beim Männchen zum Beispiel als Zeugungszeuger und Aufzuchtshilfsklave fungieren soll. Was also, wenn die Begehrenselidierung dieses Mangelkastrationsschnitts aufhört zu wirken, in dem Moment, in dem sich erkennt, dass am anderen oder am anderen Ort sowieso niemals das Mangelloch erfüllt werden kann, sondern dies nur dazu diente, es erfüllen zu sollen, für andersabartige Neuwiederkehrszwecke, kehrt dann die Existenz zurück im Sinne einer nicht Narzisstifizierung, auch nicht einer autopoietischen oder autochton oder autistischen Selbstreintegration eines von allem, auch von den gesellschaftlichen und sprachlichen Attitüden und Gesetzen abgeschnittenen Wesens, das nur mit dem Drohfinger der Idealtätisten oder auch der Psychiater oder auch Kants die Angst vor der psychotischen Entgleisung haben und dieses denunzieren als Zusammenbruch der ternären Welt. Das ist es tatsächlich, es ist ein Zusammenbruch des Borromäischen Rings, wie Lacan dargestellt hat, nämlich das Auflösen des Rings. Aber warum, wenn diese drei Glieder auseinanderfallen, warum hat man dann Angst, so wie man Angst hat vor dem Tod, Angst vor der Zerlegung in die Einzelpartikularteile des zerstückelten Körpers vor dieser künstlichen Zusammensetzung, dieser artifiziellen Konstruktion eines Wesens, das als alleiniges in drei partikulierende Register zerschnitten wurde. Wenn das Real, das Symbolische, die Ringe, die es verknüpft, sich auflöst, was geschieht dann denn? Wir werden sehen im weiteren Denken.